Die Jungs waren mächtig angefressen, hatte Preußen-Trainer Sascha Hildmann nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den VfB Homberg zusammengefasst. Dementsprechend erwartet der ehemalige Lauterer eine Reaktion seiner Mannschaft, und zwar am besten gleich heute gegen den Bonner SC. Doch dass diese Partie kein Selbstläufer werden dürfte, wird auch dem 49-Jährigen klar sein. Bonn tritt nach zuletzt 2 Siegen in Folge mit breiter Brust an. Und Münster in den weißen Trikots liegt auch direkt los. 8. Minute, Nikolai Remberg mit dem 1:0. Der perfekte Start von Preußen in dieses Spiel. So dürfte sich Sascha Hildmann das vorgestellt haben. Und die Gäste bleiben am Drücker. Mitte der ersten Halbzeit. Schöne Kombination in den Strafraum. Aber Kevin Birk verhindert das 0:2. Bonn tut sich sehr schwer damit, selbst mal in die Offensive zu kommen. Stattdessen immer wieder Münster. Langlitz mit der nächsten guten Gelegenheit. Das Problem bei Preußen ist die zuletzt anfällige Defensive gewesen. Jetzt wagt sich der Bonner SC mal nach vorne. Der Ball kommt über Umwege zu Alexander Sai und er macht den Ausgleich. Aber es geht die Fahne des Assistenten hoch. Abseits lautet die Entscheidung. Glück für Münster in dieser Szene. So bleibt es nach 45 Minuten bei der knappen Gästeführung. Aber Sascha Hildmann wird gewarnt sein nach dem Abseitstor vor der Pause. Und er scheint seiner Mannschaft mitgegeben zu haben, hier nachzulegen. Henok Teklap mit einem wundervollen Schlenzer. Kevin Birk pariert glänzend. Das Spiel läuft jetzt nur noch in eine Richtung. Münster will dieses 2:0, aber lässt beste Chancen liegen. Luke Hemmerich schießt knapp vorbei. Mittlerweile ist schon über eine Stunde gespielt und jetzt ist es passiert. Henok Teklap belohnt seine Mannschaft für ein Chancenfestival im zweiten Durchgang. Und das nach ganz starker Vorarbeit vom eingewechselten Hemmerich. Mit diesem Auswärtssieg würde Münster zumindest vorläufig auf Rang 2 springen und damit den Kontakt zu Rot-Weiß Essen wiederherstellen. Preußen Münster vergibt noch einige gute Chancen. Es hätte längst 3 oder 4-0 stehen können. So aber kommt Bonn nochmal in der 90. Minute und kann nochmal verkürzen. Serhat Güler mit dem Anschlusstreffer für den Tabellen-16. Und noch sind ein paar Sekunden zu spielen. Aber nach diesem späten Treffer kann Sascha Hildmann aufatmen. Preußen Münster spielt zwar wieder nicht zu Null, fährt aber 3 ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf ein. Am Mikrofon der Coach mit seinem Fazit. Ich glaube, die Mannschaft hat von Anfang an wirklich versucht, Fußball zu spielen. Wir hatten eine gute Ballkontrolle, auch eine Spielkontrolle, hatten direkt mit der ersten Chance ein schönes Tor erzielt durch Nikolai Remberg, hatten dann auch 2, 3 aussichtsweise reiche Positionen, um vielleicht auf 2. oder 3. Tor noch zu machen. Dann geht es in die Halbzeit und dann muss ich sagen, in der zweiten Hälfte hab eigentlich fast nur uns spielen gesehen. Mannschaft war sehr, sehr sicher im Passspiel und den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist die Chancenverwaltung. Da hätten wir viel früher noch klarer führen müssen. Haben wir nicht geschafft, so wird es dann immer gefährlich und am Ende kriegst du dann noch so ein Kackding, so ein Ei. Das tut natürlich dann weh, nervt auch, aber ich glaube im Großen und Ganzen war es ein absolut verdienter Sieg für uns und wir wünschen Bonn alles Gute für die Zukunft. Am Dienstag wartet auf Preußen Münster dann ein absolutes Highlight. Es geht im DFB-Pokal gegen Hertha BSC Berlin.